Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße euch zu UFC 3 am Mittwoch zur Fight Night Runde 25. Ja, ich hoffe, ich habe es bis jetzt eine schöne Woche gehabt und eigentlich geht's gut. Ich habe es bis jetzt noch nicht allzu stressig gehabt. Ich habe schon mal die Physiotherapie angeklickt, weil ich mir gedacht habe, es ist eh immer das Gleiche. Ich weiß ja, weil Spielweise, wie ich habe, die letzte Woche ist immer das letzte Segment Physiotherapie. Und somit hüpfen wir in den Kampf, damit dass wir unseren Titel verteidigen können. Ein Brasilianer ist den Gegner, was man kämpft, zur Erinnerung. Und ich gehe halt einmal davor aus, also alle Brasilianer in der UFC sind begnadete Bodenkämpfer. Dass wir schauen müssen, dass wir uns vorher mit dem Boden fernhalten. Also ist jetzt so meine Taktik, wenn es ein Bodenkämpfer ist. Als nächstes sehen wir einen Titelkampf im Schwergewicht zwischen Diesel und Fabrizio Vaicavallo Werdum. Haben wir gegen den schon mal gekämpft? Ich weiß gar nicht. Ich dachte, dass ich einen Hauptcharakter habe. Kann ich mich gar nicht mehr so drüber erinnern. Fabrizio Cooles Werdum. T-Shirt. Er wirkt Schauen wir mal, was das fest wir haben. entschlossen, hier heute Abend als neuer Champion im Schwergewicht nach Hause zu gehen. Das werde ich zum Was Verhindern der wissen, heute dass er vorhat, meinen ist Titel mit ziemlich haben wird. eindeutig. Er will seinen Kontrahenten auf den Boden bringen und ihn dort Ja. halten. Überragender Wenn der erstmal Bodenkämpfer, ich um hab's ja ist, dann gesagt. kann er fast jeden Gegner gnadenlos kontrollieren. Und viele Gegner geben dann irgendwann entnervt auf. Was hat mischen und weg sind wir. Sollte ich echt einmal so Jiu-Jitsu-Training absolvieren. Der Titelverteidiger Das ist auf ein dem lässiges Weg ins T-Shirt, Oktagon. was unsere Begleiter haben. Das habe ich auf dem Pullover geschaut. Seine Spezialität ist die Schnelligkeit. Seine Beinarbeit Hinten ist sieht man es einfach noch nicht. Wir haben herausragend. das gleiche in Wie der sich durch Schwarz-Gold. den Ring Ja gut, wir bewegt sind und sich Champion, seine das sind Gegner immer wieder unsere Gold, sonst zurechtlegt, waren ist wir wahrscheinlich in sensationell. Schwarz-Weiß gewesen. Und auf Distanz Oder habe bleibt ich er in dabei auch Grün-Weiß, immer, jetzt sodass immer seine noch Gegner kaum die ihre grüne Hosen eigenen gehabt hätten. Stärken ausspielen können. Entschuldigung. Ja, und hier die Profile der beiden Anwärter auf den Titel im Schwergewicht. Wir haben einen deutlichen Altersunterschied zwischen beiden Kämpfern und werfen wir auch noch einen kurzen Blick auf Größe und Reichweite. Da sehen wir eine vergleichbare Größe, aber auch eine ziemlich unterschiedliche Reichweite. Hören wir jetzt die Stimme des Octagon. Bruce Buffer mit der offiziellen Vorstellung. Ladies and gentlemen, this is So. Das Ziel ist wieder erste Runde K.O. Wenn wir es zusammenbringen. Müssen ein bisschen die Reichweite ausnutzen. Unnocken, schlagen. Oder zweimal kicken, oder einmal kicken, wenn er unnockt ist, gleich nochmal nachkicken. Das war's halt. Also bevor wir wieder zusammengehen, kennst du es, mein Spruch, ich drücke einfach die Shake Hands Tasten, das ist bei der PlayStation die L2 Tasten, ob er dann beim Gegenüber stehen, Handshake macht oder nicht, das kann ich nicht damit beeinflussen, aber ich habe besser ein Gefühl, wenn ich drücke und den guten Willen sage dazu. Ich weiß, glaube ich, manche nervt der Spruch schon. And now, introducing the champion, fighting out of the red corner.
Sie will mir einen Kämpfer importieren, wie wir mit der Karriere angeschlossen haben. Sie will dann einmal eine neue Karriere starten. Sie will mir einen Kämpfer importieren, so wie einen Bruce Lee. Oder soll ich mit der Weibe nicht einmal eine Karriere dann starten, wie wir die Karriere angeschlossen haben? Schreibt es uns mal in die Kommentare, da würde mich interessieren, ob ich so ein Projekt angefallen hat. Bruce Lee ist halt derjenige, der was eine Ikone ist, eine Legende im Kampfsport. Sie klatschen sich ab und gehen wieder in ihre Ecken. Diesel Fabricio Werdum. Wer kann sich heute den Schwergewichtstitel sichern? Finden wir es heraus. Eine Titelverteidigung mit einem K.O.-Sieg zu gewinnen, das ist natürlich großartig. Und das hat er zuletzt geschafft. Starker Kick zum Kopf. Er ist angeschlagen. Kräftiger Kick zum Bein. Die Fans in aller Welt sehen. Der hat geschissen. Der hat geschissen. Den sehen sie richtig gern. Mit dem fiebern sie immer mit. Und da geht er zu Boden. Das macht er gut da auf dem Boden. Und da dreht er ihn um. Schön, wie er sich hier am Boden bewegt. Klasse, dieser Punch von White. Oh, der Wechsel geht schief. Die Fugger. Oh, was für ein Sweep. Wer jetzt hat er mir Choke. Geht auf die Submission. Er hat ihn im Choke. Er versucht jetzt, den Kampf mit diesem Rear Naked zu beenden. Nein, 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 mir nicht, mit mir nicht. Er ist in der Side Control. Starke Arbeit mit dem Ground and Pound. Er kommt wieder auf die Beine. Der hat geschissen. Ah, voll auf den Körper. Was für ein Kick. Ja, starke Kicks von White. Werdum blockt diesen Kick zum Kopf. Oh, schöner Takedown. Hugard, aufsteh. Dann guck sich, wer ist. Er kommt nochmal zurück, aber er sieht schwer angeschlagen aus. Fabricio Werdum mit dem Punch. Genommen zu sein. Er trifft ihn. Ja, er steht wieder, aber ich glaube, er ist verletzt. Schöner Kick, aber da ist der Block. Oh, er hat ihn wieder erwischt. Unfassbar. Jawohl. Pam! Die Verzweiflungskriegs Teil 2. Kick beendet. Genau aus der richtigen Distanz und so unglaublich hart, dass sein Gegner nicht wieder hochgekommen ist. Probleme gehabt. Immerhin, jetzt sind wir unseren Titel wieder los. Schön. Er hat allen Grund zu jubeln, hat sich hierdurch K.O. den Sieg geholt in diesem Titelkampf im Schwergewicht. Bruce Buffer verkündet jetzt das offizielle Ergebnis. Ich finde das T-Shirt so geil. Ladies and gentlemen, Referee Dan Bergliotta has called a stop to this contest at 4 minutes, 1 second of the very first round. Declaring the winner by knockout and still. Und mit dem Titel schaut das T-Shirt nur geil aus, oder? Was sagst du, meine Freunde? Eine tolle Leistung gegen diesen. Ich habe jetzt einfach drauf losgekriegt. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon verliere, muss ich nur irgendwas sagen, ein paar Techniken, dass ich so setzen kann. Dass ich nicht nur. Es war jetzt wirklich Verzweiflungskrieg. Ich habe mir gedacht, bloß nicht, dass er mir auf den Boden auch bringt.
Der Kane Velasquez war der, der wo am schwersten zum Bezwingen war, aber jetzt waren wir auf bald der zum Verhängnis geworden. Huhu. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Pass auf, mit meinem Mikrofon zum Spülen. Mit meinem Headset zum Spülen. Aber das war doch schön, mit du zu schauen. Ein paar Verzweiflungskicks. Aber die Erholung simulieren. Schauen wir mal, wen kriegen wir als nächstes? Okay. Ein alter Bekannter ist zurück. Aber ich sehe es eh. Ich müsste mir eigentlich. Ja, wir haben schon gegen einen verloren. Da bin ich ja übermütig gewesen. Da bin ich ja übermütig gewesen. Dann haben wir gegen einen verloren. Aber normalerweise. Ausdauer haben wir ein bisschen besser. Grappling sind wir jetzt auch besser als wer. 97, 89 sind wir auch besser. Gesundheit müssen wir ein bisschen investieren. Nehmen wir auch. Nehmen wir an. Ich sehe es da unten. Wir haben nur zwei. Ich kann aber nur zwei Verträge kriegen. Aber ich weiß nicht, wie lang, ob das mit der Langlebigkeit sich das nur ausgeht. Schauen wir mal. Das Kickboxen Chinizo. Ah, wir bleiben bei den Kickboxer nur und haben wir den. Haben wir es denn da? Das sind 4 Wochen. Dann schauen wir uns, dass wir die Skillung aufbringen. Falls das uns auch bringt, haben wir wenigstens ein bisschen Grappling-Ausdauer. Schaffen wir den 100er? Jawohl. Schaffen wir den nächsten 100er auch noch? Nein, ich glaube nicht mehr. Jawohl. Haben wir da den 100er auch schon voll? Sind wir voll da? Okay. Zurück zum Kalender. Machen wir ein bisschen Eigenwerbung. Eigenwerbung. Das müssen wir machen. Fotoshooting. Machen wir da 30, jawohl. Machen wir doch. Sollten wir nochmal schauen, dass wir nochmal Technik dazulernen. Probieren wir es. Ich probiere es einfach. Dann kann ich ein bisschen an die Technik umstellen. In diesem Drill will ich, dass du alle gegnerischen Treffer vermeidest, aber ohne zu blocken. Ja, sehr gute Defense. Weiter! So muss das sein. Weiter! Super Leistung. Kompliment. Stück Kopf.
Frontkick-Körper. Technik einsetzen. Ah, schau her. Ah, okay, Kreis, Dreieck, okay. Anime. Minus 13 plus 12 und da haben wir. Also das ist das gleiche. Alles gleich, bleibt es eigentlich gleich. Kniestoß. Okay. Mach den ersten, passt. Passt da. Passt, haben wir ein bisschen eine neue Technik. Dann schauen wir mal. Können wir dann nur mal was? Stufe 4 oder sowas haben wir da noch was drin? Stufe 5 haben wir schon. Schauen wir mal, Stufe 5 haben wir da durch schon. Frontkick Stufe 5. Das probieren wir jetzt auch gleich noch. Dann bekommen wir nur mehr eine neue Technik. In diesem Drill musst du alle Treffer vermeiden, aber blocken darfst du dabei nicht. Ja, ja. Gut, mach weiter so mit der Defense. Das hat mir sehr gut gefallen. Das ist jetzt nicht, wo das L2 war. Sieht man sich gleich Technik einsetzen. Frontkick Stufe 5. Frontkick. L1, Kreis und Dreieck. Okay. Haben wir nein. Ah, Kick zum Körper, das ist gut. Also, ich gebe euch jetzt einen guten Tipp. Wer vorhin einen Knackarsch in der Bodyhosen haben will, trainiert Sidekick. Da braucht es nicht viel. Ja, wo haben wir jetzt in der Sidekick zum Körper? Das ist genau die Bewegung. Die könntest du daheim machen ohne Fitnessübung und ich schwöre es euch, es kriegt einen richtig geilen Knackarsch. Unser Trainer lässt uns das aber machen. Der begründet es immer mit den Worten, macht's den Sidekick und das habt dann einen bergen Knackarsch in der Badehosen. Gut, bei uns Männern mit unseren langen Badehosen wird es vielleicht nicht auffallen, aber vielleicht schauen wir ein paar Damen zu. Macht's das. Es gibt sicher ein Tutorial auf YouTube, wenn man so einen Sidekick macht. Also wenn es das macht, dann kriegst du einen garantierten Sidekick. Knackarsch mit einem Sidekick, so würde ich sagen. Okay. Entschuldige, für den kleinen Versprecher. Gut. Dann mal weiter. Jetzt ist die Folge zu lang. Aber ich wollte dir jetzt gerade mal sagen, also unsere Tierndler machen den im Verein und die haben bei einen Knackarsch. So.
Striking-Tempo dann mal auch erhöhen. Dann ist Kätze spülen. Wir machen jetzt da. Nein, nicht lernen. Was weiter. Machen jetzt da noch ein bisschen Eigenwerbung. Prognose, na. Das machen arme Videospielabend. Dann machen wir einen Social Media Post. Zack. Und dann gehen wir zu Physio. Okay. Dann haben wir das für heute Abend wieder. Dann darf ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mir über einen Daumen hoch freuen. Ein nettes Kommentar. Falls dass mir jemand sieht, der was mir nicht abonniert hat, dazu bitte abonnieren, aktiviert die Glocken, dann verpasst kein Video mehr von mir. Es sind nämlich weitere Projekte geplant und ich bin im Gespräch mit einem anderen Spieler, dass wir etwas im Koop machen. Falls das uns da zuschauen wollt, dann das bitte die Glocken aktivieren. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen, einen schönen Tag. Je nachdem, wann das ist, mein Video anschaust. Und ich würde sagen, bleibt mal gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen was. Bis dann. Servus.